der Tabellenführer, zu Gast beim Tabellenvorletzten in der Gruppe Nord am zweiten Spieltag der Regionalliga Nord. Der erste FC Phoenix Lübeck empfängt Teutonia Ottensen und die Lübecker wollen Wiedergutmachung für die 0:4-Klatsche gegen Eintracht Norderstedt. Am anderen Ende der Gefühlsextreme dagegen Teutonia Ottensen, die am ersten Spieltag 7:0 gegen den Haider SV gewonnen haben und somit zumindest auf dem Papier theoretisch der Favorit sind, aber auf dem Platz erstmal eine andere Wahrheit. Phoenix Lübeck, die bessere Mannschaft in den ersten Minuten. Murat Raskele da fast mit der 1:0-Führung für Lübeck und kurz drauf muss Ottensen wieder die Luft anhalten, weil Graudenz mal aus der Entfernung drauf fällt und auch da hat nicht viel gefehlt zur Lübeck-Führung. Diese Szene mit Symbolcharakter für die erste Halbzeit und eigentlich für die gesamte Begegnung. Viele Fehlpässe, viele Ungenauigkeiten und wenn vorne Torgefahr entstehen soll, dann probiert man es mit dem langen Ball. Can Düsel, erste Gelegenheit für Teutonia Ottensen, die zeitgleich übrigens auch die letzte nennenswerte Aktion im ersten Durchgang ist. Die zweite Halbzeit beginnt dann mit diesem Kopfball von Kevin Okere weitlich. Es scheint, als wäre 0:0 über dieser Partie geschrieben. Fabian Graudenz nimmt sich aber an, genau das zu ändern. Hassan Hüseyini. Es soll wohl nicht sein mit einem Tor in dieser Begegnung, aber eine allerletzte Chance gibt es noch. Wir sind in der Nachspielzeit. Wird das noch was mit einem Phoenix-Sieg? Nein. Das war's. Die Partie ist vorbei. 0:0 der Endstand zwischen Phoenix Lübeck und Teutonia 05. Ottensen. Es war keine hochklassige Begegnung, da war viel Kampf dabei, viele Ungenauigkeiten, aber immerhin der erste Punkt für Phoenix Lübeck. Viel besser als Norderstedt, aber trotzdem, wir müssen unsere Chancen nutzen. Ja, in meiner Meinung vielleicht, wir haben 2 Punkte verloren heute, aber das war viel besser als Samstag oder Freitagabend. Und ja, machen wir weiter nächstes Mal am Samstag in Heide.